Cantares, für mich ist, wo ich meine brasilianische Musik in Deutschland machen kann. Und für mich persönlich ist es ein sehr wichtiges Projekt, weil ich als Brasilianerin, ich glaube, das ist nicht so wichtig für mich, Mozart oder Beethoven in Deutschland zu interpretieren, aber meine Musik hier weiterzumachen. Cantares ist ein brasilianischer Chor. Das ist der generelle Begriff. Natürlich für mich, das bedeutet noch meine Verbindung mit meiner Kultur. Cantares ist für mich ein Laienchor, aber eigentlich ist es eine Gruppe von Liebhabern brasilianischer Musik. Der Chor organisiert sich selbst, aber wenn man genau hinsieht, dann kreist eigentlich alles um unsere Dirigentin Lilian Zamorano. Ohne die und deren Persönlichkeit und Engagement der Chor so nicht denkbar wäre. Die ist eigentlich das Hauptelement. Ohne Lilian gibt, ich würde sagen, gibt es kein Cantares. Cantares für Lilian ist ihr ganzes Leben. Body Percussion ist dein Körper aus einem Musikinstrument zu nutzen. Mir gefällt sehr gut Body Percussion und Singen gleichzeitig. Ich finde, das ist Beindrucken, was für Klänge wir erzeugen können mit unseren Körperteilen. Das macht Spaß und ist eine Herausforderung, den Rhythmus richtig hinzukriegen. Mãozinhas com mãozinhas pra lá, beijinhos e beijinhos pra cá. Das ist ein Instrument dazu, ne? Das du singst und du machst auch so ein spielvolles Instrument dazu. Deixa que diga o que pense que fale. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que tem? Eu não tô fazendo nada, você também.